war zutiefst traurig und beelendet heute, als ich ihm, ich muss ja schauen, was die anderen sagen. Man kann den Feind nur bekämpfen, wenn man ihn kennt. Und heute hat jemand in der Sparte Religion geredet. Der war Theologe, Naturforscher, Philosoph, ich weiß nicht was alles noch. Und natürlich von Gott nichts. Das ist menschliche Beigabe, wenn man Angst vor dem Tod hat. Ich hatte noch nie Angst vor dem Tod. Angst hat vor dem Tod und den Leuten was anbietet, wo sie dann sagen, man wird dann schon hinausgehen und irgendwo ist man dann einfach mit allem vereint. Oder, aber nicht, dass da ein Vater im Himmel ist mit seinem Sohne und die wirken durch den Heiligen Geist. Da, wenn ich da im Alten Testament nachschaue, Jesaja spricht, wehe denen, die bei sich selbst weise sind und halten sich selbst für klug. Denn im Neuen Testament sagte der Heiland, zu der, respektive Matthäus hat es niedergeschrieben, zu der Zeit antwortete Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du solches den Weisen und Klugen verborgen hast und es den Unmündigen, den Kleinen, offenbart hast. Ja, Vater, denn das ist also wohlgefällig gewesen vor dir. Dann sagt der Heiland im Jubel, es ist mir alles übergeben von meinem Vater im Himmel. Und niemand weiß, wer der Sohn sei, denn nur der Vater. Noch wer der Vater sei, denn nur der Sohn weiß es. Und welchem es der Sohn will, offenbaren. Also da muss ich gar nicht viel dem Nachforschen nachdenken. Ich brauche nur das Herz aufzumachen. Und der Heilige Geist gibt. Das Aufmachen ist auch, klopft an, es wird auch aufgetan. Suchen, ihr werdet finden. Aber da müsst ihr aufmachen. Wehe denen, sagt Jesajas, die bei sich selbst weise sind und halten sich selbst für klug. Das sagt er schon genug. Da ist so viel von Theologen und weiß ich was alles, so viel schon gesprochen worden, was der Mensch alles glauben soll. Ich kann nur sagen, was Christus, als er auf Erden wandelte, gelehrt hat, das hat ein Kind verstanden. Deshalb frage ich mich, warum muss man denn 6 bis 12 Jahre studieren, um Priester zu werden? Ist doch Wahnsinn. Ja, weil man eben Professoren anhören muss, wenn man den Heiligen Geist anhört. Habt ihr gesehen? Hat eigentlich 3 Jahre genügt. Ein Apostel. Das Hauptgebot, wiederhole, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Also das ist es. Und zwar aus deinem Herzen, aus deinen Gefühlen. Nee, so geht's nicht. Aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Gemüte, und aus all deinen Kräften, das ist das erste Gebot. So hieß es schon im Alten Bunde und im Neuen Bunde hat es Jesus wiederholt. Bekräftigt. Das ist das erste Gebot.
Dann gibt es ein zweites, das diesem gleich ist, an Wichtigkeit. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Aber lieben ist nicht der, den ich ihm verküsse, weiß ich was, verhätschle oder ich muss vielleicht, wenn einer auf die schiefe Bahn gerät, muss ich ihm auch helfen, muss man auch den Fehler zeigen, aber mit Liebe. Nicht, weil ich jetzt besser weiß. Denn als ich heute dieses hörte von diesem Wissenschaftler, weiß ich was, über Gott zu reden, auch Theologe, da hatte ich nicht eine Wut. Ich hatte furchtbares Weh über diesen Menschen, dass es nicht begreifen kann. Natürlich Weh für Gott.